Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz Rekordsteuereinnahmen, trotz boomender Konjunktur, trotz niedriger Zinsen legen Sie heute erneut einen Schuldenhaushalt von 1,6 Milliarden Euro vor. So hätten Sie Ihre Plenarreden begonnen, wenn wir an der Regierung wären, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was haben Sie gemacht? FDP und CDU haben hier in diesem Hohen Hause Frau Kraft eine Schuldenkönigin geschimpft. Sie haben peinliche Wortspiele von Kraftikakis gemacht, um an vermeintliche griechische Verhältnisse zu erinnern. Aber eins kann ich Ihnen sagen, ich wünsche mir Herrn Varoufakis ganz gern hier nach Nordrhein-Westfalen. Seine Bilanz ist kein Deutsch schlechter als die von Herrn Lienkämper, aber er hat eindeutig das coolere Motorrad, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, das ist der teuerste Regierungswechsel aller Zeiten. Es ist ein Wahlkampfhaushalt. Sie haben sich Zeit gekauft, um über den September zu kommen. Und das ist die Bilanz dieses zweiten Nachtragshaushaltes 2017. Sie haben in Ihren Etat 139 neue Stellen eingefügt. Und ich muss schon sagen, einigermaßen schamlos. Auf der einen Seite sagen Sie sehr offen in Ihrem Haushaltsentwurf auf Seite 29, dass Sie diese Stellen brauchen, um Vertrauenspositionen in den Regierungen abzubilden. Ich möchte noch mal daran erinnern, die Staatssekretäre, die Ministerinnen und Minister werden ausgetauscht. Und Sie haben auch die dauerhafte Fluktuation. Aber 139 Getreue brauchen Sie, um Vertrauen in diese Regierung zu bekommen. Sind denn die Beamtinnen und Beamten in diesem Lande alle nicht mehr vertrauenswürdig, Herr Kollege Lienkämper? Und da passt es doch geradezu ins Bild, dass offensichtlich im Hause der Heimatministerin der langjährige Leiter der Kommunalabteilung, Herr Johannes Winkel, mit dem ich ehrlich gesagt nicht immer einer Meinung war. Und das ist auch gut so. Er ist ein integrer, über alle Parteigrenzen hinweg geachteter Mann, der seine Meinung gesagt hat und trotzdem loyal war. Offensichtlich sind solche Qualitäten bei CDU und FDP jetzt nicht mehr gefragt. Aber auch die haushalterische Umsetzung dieser 139 Stellen machen mir doch einige Angst, Herr Finanzminister Lienkämper. Warum stellen Sie die nicht KW, wie es sich gehört? Die Aussage im Haushaltsausschuss war, wir haben da auch andere Mittel. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt nur zwei Schlüsse, die das zulässt. Entweder Sie wollen das Parlament entmachten und machen aus einer Ermächtigungsgrundlage für die Regierung eine Entmündigungsgrundlage für das Parlament, oder Sie wollen diese 139 Stellen ganz schamlos im Haushalt reinpacken, denn das ist das, was hier rechtlich bei Ihrem Gesetzentwurf nämlich hinten bei rauskommt. Ich will zu einem weiteren Punkt kommen, der BLB-Kredit. Eigentlich könnte man sagen, so wie der Landesrechnungshof es ausholt, kann man so oder so sehen. Aber tatsächlich ist es was anderes. Sie wollen die fallende Linie beschreiben. Sie wollen diese 880 Millionen Euro, die der BLB an Kredit hat, in den Haushalt dieses Jahres reinpacken und einen vermeintlichen Abfall der Netto-Kreditaufnahme zu konstruieren. Und das auf dem Rücken des Immobilienbetriebes. Das ist finanzpolitisch falsch und letztlich ein schlichter Haushaltstrick, Herr Kollege Lienkämper. Das ist die schwarze Kasse Nummer eins, die CDU und FDP hier aufgemacht haben. Die schwarze Kasse Nummer zwei ist das Phoenix-Portfolio. Das Phoenix-Portfolio ist mal angelegt worden vom Vorvorgänger von Herrn Linsen, um die Risiken der WestLB-Abwicklung abzufangen. Es ist gemacht worden, um sukzessive die Risiken durch Haushaltsmittel zu hinterlegen. Und, Herr Finanzminister Lienkämper, Sie haben doch alle Möglichkeiten. Sie haben die Experten der ersten Abwicklungsanstalt, Sie haben die Experten in Ihrem Hause. Fragen Sie sie doch. Machen Sie doch einen Abbaupfad. Machen Sie doch nicht Arbeitsverweigerung hier. Das ist die schwarze Kasse Nummer zwei, haushalterisch unvernünftig und letztlich eine schwarze Kasse auf dem Rücken des Kreditmarktes. Und dann ist ja auch spannend, was alles so nicht im Haushalt drinsteht. Stichwort Grunderwerbsteuer. Rauf und runter sind CDU und FDP im Lande gezogen und haben gesagt, oh, SPD und Grüne haben die Grunderwerbsteuer auf 6,5% angehoben. Wir werden eine Entlastung der jungen Familien fortsetzen. Nichts ist im Haushalt dazu drin und der Finanzminister weigert sich dazu, Aussagen zu machen. Warum eigentlich? Es liegt doch ein Gutachten der FDP vor, das klipp und klar sagt, was passieren würde. 1 Milliarde Euro fehlt im Landeshaushalt und noch mal 200 Millionen Euro bei den Kommunen. Ich kann Ihnen nur sagen,
Sie haben es nicht, Sie wollen die Antwort nicht geben, weil Sie die Gegenfinanzierung nicht darstellen können. Sie haben es schlicht nicht drauf, Ihre Wahlversprechen einzulösen. Das ist schamloser Wahlbetrug, was hier an der Stelle stattfindet. Ein weiteres Beispiel. Die Integrationspauschale steht auch nicht in diesem Haushalt drin. Das ist allerdings ganz komisch. Die CDU-Fraktion hat noch bis zum Wahltag gefordert, die Integrationspauschale von 434 Millionen in voller Höhe den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Und ich könnte jetzt aus dem zweiten Nachtragshaushalt 2016 den Kollegen Obtenring zitieren, der da sagt, Integration findet vor Ort statt. Das wäre die richtige Antwort auf die Herausforderung gewesen. Und deswegen beantragen wir, die 434 Millionen Euro im vollen Umfang bereitzustellen. Das haben wir nicht gemacht. Das wäre eine Fehlleistung der rot-grünen Landesregierung. Die FDP hat immer eine angemessene Weiterleitung der 434 Millionen Euro gefordert. Was ist jetzt dabei rausgekommen? CDU und FDP haben sich jetzt darauf geeinigt, 0 Euro an die Kommunen weiterzuleiten. Findet die Integration ab heute, Herr Kollege Obtenring, nicht mehr vor Ort statt, hier in diesem Lande Nordrhein-Westfalen? Und dann das Possenspiel bei der Krankenhausfinanzierung. Zuerst feiern Sie sich dafür, 250 Millionen Euro für diesen Bereich zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Dann stellen die Kommunen fest, 100 Millionen Euro sind natürlich von den Kommunen zu tragen. Dann hektische Aufregung bei den Koalitionsfraktionen. Es kommt eine Pressemitteilung zutage, wo drin steht, nein, nein, die 100 Millionen Euro, die müsst ihr überhaupt nicht bezahlen, liebe Kommunen, die bezahlt das Land aus eigenen Haushaltsmitteln. Dann Verwirrung bei allen. Die Kommunalen Spitzenverbände sagen, es sei ein Affront gewesen, dass mit Ihnen vorher nicht mehr gesprochen worden wäre, um diesen Sachverhalt darzustellen. Also Ihre Kommunikationsfähigkeit und Kommunalfreundlichkeit möchte ich schon nach 100 Tagen Regierungszeit klar infrage stellen. Aber die Verwirrung geht ja weiter. Bis heute ist nicht klar erklärt worden, wie Sie es machen. Aus meiner Sicht ist es klar, was hier passiert. Die 100 Millionen Euro wollen Sie kreditieren. Sie schaffen es allerdings nicht, das bilanziell aus dem Jahr 2017 hinauszukriegen. Lassen wir das mal stehen. Aber die 100 Millionen Euro sollen die Kommunen im nächsten Jahr nach ihrem Willen darstellen. Und der Gesundheitsminister hat auch klar ausgedrückt, er will auch, dass die Kommunen weiter beteiligt werden. Warum läuft dann der Fraktionsvorsitzende der CDU auf dem Parteitag in Rhein-Sieg durch die Gegend und sagt, nein, nein, die 100 Millionen, diese 250 Millionen sind ein einmaliger Vorgang. Herr Finanzminister Lienkämper, ich möchte heute an diesem Tag eine klare Aussage von Ihnen haben. Wird die Krankenhausbeteiligung der Kommunen weitergehen? Wird es ein einmaliger Vorgang sein oder wird es eine strukturelle Weiterbelastung sein? Weil es ist ein Schauspiel, was Sie hier abziehen. Auf der einen Seite zu behaupten, 100 Millionen Euro Entlastung gäbe es, aber strukturell werden die Kommunen nicht belastet. Das ist nicht in Ordnung. Das ist hinter die Fichte führen der Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweiter Punkt an der Stelle möchte ich auch noch mal deutlich machen, was den Vorgang Krankenhausfinanzierung an der Stelle anbetrifft. Ich habe ja die Freude gehabt, in drei Ausschüssen die Haushaltsberatung mit anzugucken. Im Haushaltsausschuss, im Kommunalausschuss und im Gesundheitsausschuss. Und ich habe in allen drei Sitzungen nachgefragt, wie es denn technisch ablaufen sollte. Niemand hat mir eine Antwort gegeben. Allerdings hat der Gesundheitsminister eine aus meiner Sicht interessante Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, mir ist ganz egal, wie die 250 Millionen Euro zustande kommen. Hauptsache, das Geld ist bei mir. Und das macht auch eins deutlich. Dieser Finanzminister ist Erfüllungsgehilfe von Ressortinteressen, ist kein ehrbarer Kaufmann, sondern Erfüllungsgehilfe der Ressortinteressen und nimmt seine Funktion als Finanzminister in keiner Weise bei diesen Haushaltsberatungen wahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, viele, auch ich, war überrascht, als Sie Herrn Lienkämper zum Finanzminister ernannt haben. Und ich kann Ihnen nach 100 Tagen, oder ich muss leider nach 100 Tagen sagen, wir brauchen an der Spitze des Finanzressorts keine rheinische Frohnatur, sondern einen ehrbaren Kaufmann, wie es Altfinanzminister Helmut Linsen von der CDU mal formulierte. Davon ist Herr Lienkämper Lichtjahre entfernt. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus